Drogenkühlschrank über alle, gell? Ne? So. Nur wenn ich jetzt hier bin, ist halt wieder doof, weil mit der Fahrerei hierher und ja, da habe ich dann halt eben da meine Prodialwit-Kapseln und meine Brocomin-Kapseln und bla bla. Ne? So, gut, also da sind wir wieder und auf den ersten Blick sieht es erstmal ganz brauchbar aus. So. Okay, da sehen wir ein paar Leberzeichen, dass der Leberstoffwechsel nicht ganz optimal ist. Ja? Da sind die roten Blutkörperchen so ein bisschen wabenförmig in sich zusammengefallen und das sollte im Idealfall nicht sein. Ist halt immer die Frage, was geht da auf die Leber? Und wir sehen auch so ein bisschen Entzündungen. Ja, das kann sein. Warum? Ich war die letzten anderthalb Wochen ein bisschen krank gewesen, keine Ahnung. Kann vielleicht Okay, daher ja, sein. und der Darm ist nicht ganz tausendprozentig. Ne? Das kann man ja auch sehen. Ne? Also Darm. Flora plus, Leber plus. So. Plus. Okay. Ne? Es ist nicht katastrophal, katastrophal, dann wäre das hier total ausgefranst rundherum. Ne? Aber das ist relativ glattwandig. Ne? Das ist okay. Ne? Und was man da halt eben sehen kann, ist ein Darmgase. Ja? Das sind Blähungen im Blut. Ja? Okay. Das heißt also, wenn jemand Blähungen hat, dann entweichen ca. 10% dieser Gase durch die Körperöffnung. Und 90% dieser Gase werden ins Blut resorbiert und über die Lunge abgeatmet. Ja? Und diese Gase werden unter dem Blutdruck im Blut gehalten. Jetzt ist das Blut aber außerhalb seines Blutdruckes und deswegen entweichen überschüssige Gase. Ja? Und Okay. deswegen entstehen aus dem Nichts heraus hier auf einmal solche Luftblasen. Ja? Man kann sich das vorstellen wie Sekt in der Sektflasche. Ne? Das ist harmlose Flüssigkeit, kann man schon Stöpsel ab, schießt der Druck raus, jetzt entweicht das CO2, was vorher unter dem Druck in der Flüssigkeit gehalten war. Jetzt schäumt der Sekt. Hier schäumt das Blut. Ne? So. Und daran kann man sehen, dass sind zu viele Gase drin. Ne? Und daran sieht man einfach, okay, da stimmt irgendwas mit dem Darm nicht so ganz. Ne? Und so eine Darmstörung geht auch ganz schnell auf den Leberstoffwechsel. Ne? Dann kann man da halt wieder was sehen. Und sowas macht auch ganz gerne halt eine Entzündung der Darmschleimhaut. Und deswegen sehen wir da automatisch ein paar weiße Blutkörperchen mehr. Kann Ne? das sein, weil ich war beim Hausarzt, wo ich so krank war und er hat mir Antibiotika gegeben, ne? Also ja. Okay. So. Antibios gegen das Leben gerichtete Medikamente unterscheiden nicht zwischen sinnvollem Leben oder weniger sinnvollem Leben. Ne? Die machen querbeet alles platt. Ne? Ja. So. Und nach einer Krebsgeschichte würde ich niemals Antibiotika nehmen. Nie. Ne? So. Außer mir läuft das Blut aus der Harnröhre. So schlimm war es nicht. Ja, also dann in Gottes Namen vielleicht ja. Ja? Also ne? Ein Tripper wirst du dann mit Antibiotika los. Ja? Das ist ja, aber ansonsten nie im Leben nicht Antibiotika. Also, Mitochondrien sagt was? Okay, ne? Wo kommen die Mitochondrien her? Das sind in der Zelle. Okay, wo stammen die evolutionstechnisch gesehen her? Das weiß ich nicht. Das haben wir nicht gemacht. Okay, spitze, gut. Wir hatten ursprünglich auf diesem Planeten Archaeae-Bakterien. Und diese Archaeae-Bakterien, die hatten eine Zellhülle, innen drin war ein bisschen wabernde Masse. Ne? Und da innen drin haben die halt eben Material vergärt. Und daraus haben die Energie gewonnen. Ne? Vor 2,5 Milliarden Jahren hatten wir eine massive Eisschmelze auf diesem Planeten. Und da wurde innerhalb kürzester Zeit Sauerstoff freigesetzt. Jetzt hatten wir eine Sauerstoffatmosphäre. Vorher hatten wir eine Methangasatmosphäre. Ne? Und in dieser Sauerstoffatmosphäre haben sich die ersten Bakterialbakterien entwickelt. Und die Bakterialbakterien, die haben jetzt aus Verbrennung Energie produziert. Ne? Und deswegen war der Verbrennungsstoffwechsel der neue, der bessere Stoffwechseltyp. Ne? Und jetzt haben die großen Archaeal, die haben die kleinen bakterial phagozytiert, die haben die in sich aufgenommen. Und in dem Moment haben die beiden gemerkt, oh, wir können uns gut miteinander. Ne? Das heißt also, das große Archaeal, ne, hatte jetzt profitiert an den Stoffwechselendprodukten der Bakterial und das Bakterial hat in dem großen Archaeal einen gleichbleibenden Lebensraum gefunden.
Und über genetische Reduktion haben diese ehemaligen Bakterien einen Teil ihrer Gene abgegeben, an den sie später gemeinsam bilden im Zellkern. Das heißt, wir haben heute im Zellkern drin ein A-Genom, ein B-Genom. Ne? Das heißt, wir haben heute immer noch in unseren Zellkernen drin die Gene des Archaeal-Bakteriums, aber halt eben auch des Bakterial-Bakteriums. Ne? Aber 27 Gene haben sich diese Bakterial-Bakterien zurückgehalten. Und das ist die mitochondriale DNA. Und daran kann man nachweisen, dass die Mitochondrien halt ursprünglich eigenständige Bakterien waren. Oh. Na? So, okay. Und wenn diese Mitochondrien in der Zelle kaputt gehen, ja, dann müsste doch die Zelle irgendwann an Energiemangel krepieren. Ne? Weil die Mitochondrien produzieren das ATP und das ATP ist das zelluläre Benzin, wenn die zelluläre Mutter läuft. Ne? Okay. Und wenn die Mitochondrien also immer weniger werden in der Zelle, weil die halt eben kaputt gehen, durch Vitaminmangel, durch Schwermetalle, durch Medikamente, durch bla bla, ne? So, dann leidet die Zelle immer mehr an Energiemangel. Ne? Und irgendwann müsste doch der Punkt gekommen sein, wo die Zelle an Energiemangel krepiert. Ne? Okay, aber der Punkt kommt nicht. Ne? Weil die Zelle kann sich daran erinnern, vor 4,5 Milliarden Jahren konnte ich aber ohne die Viecher eliminieren. Ne? Und dann schaltet die Zelle wieder um auf den archaischen Vergärungsstoffwechsel. So, was für einen Sinn und Zweck hat ein Archaealbakterium? Vermehrung, auf Teufel, komm raus. Ja, so, das heißt, so im Stück Krebs. So im Stück Krebs. Ja, so, ne? Das heißt also, Krebs ist eine Mitochondriopathie, ist eine Erkrankung der Mitochondrien, dieser Energiekraftwerke. Jeder auch. Ja. Als kein ja. Ja. So, und ein Antibiotikum, Antibios, ja, so, unterscheidet nicht zwischen sinnvollen und weniger sinnvollen Leben. Und diese Mitochondrien, ne, die haben heute immer noch einen bakterienähnlichen Stoffwechsel. Ne? Das heißt also, Antibiotika schädigt mir auch die Mitochondrien. Ja? Und treibt mir damit die Zellen schneller in die Vergärung. Und deswegen beginnt sich dann Antibiotika-Krebs. Warum bekommt man dann bei der Krebstherapie auch Antibiotika? Weil die bei der Chemotherapie das Immunsystem abschießen und wenn da jetzt irgendwie irgendwo ein Keim wäre und dann würde der Keim denjenigen umwiegeln. Und deswegen sagen die dann, bitte gibt man gleich nicht alle weniger, weil dann sind wir da zumindest geschützt, dass er nicht noch irgendwelche Bakterien und ansonsten machen wir eher alles kaputt. Ja. Ja, das ist halt Medizin. Ja. 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 Und ja, und dann sagen wir so, diese ganzen neuen Tumormarker, die es da gibt, APO10-Gen, TKTL1, M2PK, so diese ganzen Dinger, ne? Das sind alles Stoffwechselmarker, um zu gucken, wie gut arbeiten die Zellen im Sauerstoffstoffwechsel. Ne? Ne? Weil das ist der entscheidende Punkt. Ne? Da könnte man sich mal spaßenshalber schreibt, dass sich Dr. Kreiner, Zertibiosis-Therapie Dr. Kreiner, bei YouTube. Ne? Ja. Da gibt es so einen schönen kleinen Film, der das erklärt. Ja? So, ups. So. So, dieses Video, von dem rede ich hier, 13 Minuten, mhm. Ja? Das angucken, das erklärt das alles. Okay. Ja. Ich will jetzt auch warum sind die Defizite so hart und so frustrierend? Was separiert ja, die? Genau. So fängt das an. Ne? Selbst die Dosis-Therapie nach Dr. Heinrich Kreiner. Mhm. Ja? Okay.
Der Heinrich, der hat da ein Buch drüber geschrieben, schon in den 90er Jahren. Und das Ganze geht eigentlich zurück bis Professor Dr. Wilhelm Dunbar 1907 und so weiter. Könnte ich darüber das ganze Seminar machen. So, gut. Okay, aber weiße Striche haben wir hier im Hintergrund so gut wie keine. Das sieht gut aus. Ja? Das sind unsere weißen Blutkörperchen. Das sind 200 profile Granulozyten. Die sehen fit aus. So. Das daneben ist ein Lymphozyt. Das da ist ein Granulozyt. Der ist vollgefressen. Der ist auch vollgefressen. Die stammen aus irgendeinem Entzündungsgebiet. Der hat ein bisschen Eisenmangel. Der hat ein bisschen Eisenmangel. Und da ist der Eisenwert noch ganz optimal. Ja, ja, das ist schon da. Ja. Ist auch schon eine Weile so. Ja. Gleich was tun. Antozym. Antozym, Petrasch, so, zweimal einen Messbecher und die RMS Cups. So, dann gebe ich zweimal eine Kapsel. Jetzt sind die Apotheke. Das Antozym ist ein Rote-Bete-Konzentratpräparat. Wird drüber im Buch geschrieben. Das da. Prävention und Therapie bei Krebs. Ja? So. Gibt es ganz interessante Studien, wo die Rote Bete in diesen Stoffwechsel eingreift, in den Mitochondrien. Ja? So. Und die rechtsdrehende Milchsäure neutralisiert die linksdrehende Milchsäure aus dem Tumorstoffwechsel. Ja? Und deswegen gibt man noch die RMS-Kapsel dazu. Ja? So. Und 30 Euro, 50 Euro. Ja? Also das kostet nichts, das Zeug. Ja. Ja? Ursprünglich als waschechtes Krebsmedikament entwickelt, wird es heute verkauft zur Leistungssteigerung bei Sportlern. Weil es auch für den Eisenhaushalt gut ist. Ja, gut, aber das kann man regelmäßig und permanent immer machen. Gell? Also das Apotheke holen. Da gab es im Hauptverlag in den 70er Jahren ein Buch. Ja? Rote Bete in der Zusatztherapie bei Krankheiten mit bösartigen Neubildungen. Ja? Geschrieben von Professor Dr. Trüb, Dr. Paul Gerhard Seger, der zweimal für den Nobelpreis nominiert war, und einem Dr. Ferenczi. Und die haben Studien gemacht mit Rote Bete bei Krebs und der Charité. Ja? Und haben Krebspatienten an der Charité mit einem Kilo Rote Bete am Tag gefüttert. Mit dem Ergebnis, dass dadurch Tumore zurückgegangen sind. Ja? Und darüber haben die ein Buch geschrieben. Ja? Und mein Buch ist dann quasi so die neue Aufgabe von diesem Bild. Ja, also man sieht mit was für einfache Methoden man was machen kann. Gell? Ja? Das ist halt okay. Und da würde ich halt immer gucken, den Darm jetzt wieder irgendwie herrichten, ja? Dass man da halt irgendwie was Sinnvolles macht. Ja. Gut, so, dann halten wir das Ganze fest. Stoppen.